Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder. Und heute fliegen wir die 6-3er Deutschen. Zwei Stück gibt es da, es wird also wahrscheinlich eine kurze Aufnahme. Einmal hier diese schöne Tar und einmal die Arado, die sogar noch schöner ist. Und ich rede gar nicht viel drum rum, deswegen gehe ich direkt mal los. Und zwar die Tar C3. Sie ist nur... gibt es gar nicht viele Infos. Sie ist eine Variante, die zusätzlich zu den 420er noch eine 30er bekam. Wir fliegen sie jetzt mal aus. Machen natürlich den Höhenjäger, wie es sich gehört. Und dann schauen wir mal, was da so geht. Und danach fliegen wir noch eine Runde mit der Arado. Wird also eine schöne, chillige Runde heute. Mit den beiden einzigen 6-3er-Flugzeugen bei den Deutschen. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ihr dieses Video sehen werdet, denn... Es kann ja sein, dass nächste Woche das Update droppen, dann möchte ich natürlich erstmal andere Dinge tun. Zum Beispiel, jetzt gerade möchte ich einen Schluck Kaffee trinken. Frisch gemachter heißer Kaffee. Geil. Aber jetzt möchte ich auch gerne in eine Runde Geilchen. Bitte sei so freundlich. Oh, es sind so viele Deutsche. Sehr krass. Das ist wirklich krass. Ach komm schon. Das dauert jetzt echt viel länger, als ich gedacht hätte. Ich habe keine Lust, jetzt hier Wartezeit rauszuschneiden. Also frage ich mal, wie geht's euch so? Was macht das Lewe? Jedet euch gut. Guckt ihr EM? Obwohl ja, wenn ihr das Video seht, kann es sein, dass EM schon vorbei ist. Also ja. Habt ihr EM geguckt, falls es der Fall sein sollte? Jetzt gerade bin ich wirklich ein bisschen verwirrt, dass ich kein Spiel finde. Ist da wirklich BR-mäßig so wenig um mich herum los, dass ich jetzt hier wirklich 2 Minuten sitze? Oder wahrscheinlich spielen alle Panzer, weil sie noch den Churchill erspielen wollen, den ich mir aber schon gestern erspielt habe, weswegen ich jetzt noch heute in Ruhe Aufnahmen machen kann. Und wenn ich jetzt sage, ich cutte jetzt hier, dann sehen wir uns, dann geht es wahrscheinlich sofort los und ich muss gar nicht cutten. Also ja, ich cutte jetzt mal hier. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder drin. Es war jetzt fast noch eine Minute länger Wartezeit. Ich bin echt verwirrt darüber. Luftziel, Luftziel, Abfangjäger, 13 Minuten Mindestbeladung. Gib ihm. Damit sollten wir in Ruhe steigen können. Okay, also wir sind locker mal 7-0. Ne? Das sind 6-0er. Du bist die H1. Das müsste ja noch ein bisschen so 9. Das ist eine. Oder vorne ist auch eine 262. Also, es ist eine 7-0er Runde. Aber wenn wir genug Höhe haben, genug Geschwindigkeit aufbauen können, um ein bisschen Boom and Zoom zu machen, sollte das klappen. Es ist nur leider. Ja, eine Variante der Karte, die ich lieber mit einem Jet spiele, weil die ist doch nicht so klein. Zumindest für einen Prop. Was ist mit dir? Welche fliegst du? Auch die H, okay. Ich bin der mit der C hier. Ah, wir haben eine Hornet, sehr schön. Würde ich jetzt auch lieber drin sitzen, gebe ich zu. Und da ist auch noch eine Hornet. Na gut. Also als Höhenjäger haben wir auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Runde hier. Wir haben hier noch die Amis. Ja, da habe ich wahrscheinlich am meisten Angst vor den F2G-ern. Japaner... Einfach nur nicht mit den Turn, aber so powerful. Obwohl, ja, die haben teilweise auch ganz gut Energie. Also, geht schon. China bin ich mir gerade gar nicht mal sicher. Und Frankreich, glaube ich, keine Angst vor auf dem Battle Rating. Ich finde, dass ich sie nicht so lange treten kann, wie die F-490. Das wäre noch sehr viel cooler.
Die Hornet, die ist ja schon so weit oben. Es ist so schön. Ein gutes Flugzeug. Na, F-84, da geht's schon los. Muss ich jetzt eigentlich nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Sind wir natürlich speedtechnisch komplett unterlegen. F3D ist natürlich auch schneller als wir, aber. Ach, AD4. AD4 wäre ein super Ziel gewesen, wenn die jetzt einfach jetzt unter mir wäre. Ah, 5000 Meter sollte erstmal reichen. Jetzt können wir mal langsam anfangen, hier ein bisschen Speed aufzubauen. Wenn wir natürlich nicht an die Jets rankommen, was den Speed angeht. Und ihr seht schon, ich bin jetzt schon einige Minuten unterwegs. Also die Map ist wirklich eher so, ich würde sie ab 7.0, na 7.3, 7.7 aufwärts nehmen. Weil man halt doch echt lang fliegt mit einem Prop. Bevor die Action losgeht. Toll, und dafür habe ich jetzt so lange gewartet. Danke, Geilchen. Jetzt kann ich schon noch mal einen Schluck Kaffee trinken. Na, die F3D ist da unten. Das ist noch eine F3D, aber ich will jetzt wirklich nicht einfach darunter. Das wäre so früh natürlich jetzt nicht so smart. Die Hornet geht runter, was meiner Meinung nach ein bisschen zu früh ist. Dann kommt der erste richtige Jäger, der am Boden gestartet ist, die F4. Was haben wir eigentlich noch so dabei? Ah, die SU-9. Vor allem F8 da unten noch, okay. Aber trotzdem sollte die F4 jetzt erstmal da mein erstes Ziel sein. Vor allem, wenn die Arado es schlau macht und ihn so ein bisschen zu mir hochzieht, dann jetzt zieht er ihn von mir weg, weil er auf die Basis will. Da ist auch noch eine F8, die finde ich jetzt sogar gerade sehr viel interessanter, weil sie weiter oben ist. Na, jetzt ziehen sie die halt. Na wohl, wenn. Ja, sie müssten ihn halt so ziehen, dass ich mich dahinter setzen kann. Alles andere bringt mir halt nicht viel. Er zieht jetzt auch runter. Jetzt haben wir da mal einen Hit gesetzt. Um ihm zu zeigen, ja, wir sind da. Nope. Spiele ich jetzt mal nicht mit dir. Ja, das haben wir. Die Hornets ist nämlich das Problem. Die sind so viel runtergegangen. Ja, sie holen sich einen Kill, aber. Da unten sind sie halt, haben sie auch nicht mehr ihren Vorteil. Vor allem, wenn sie dann mehrmals gedreht sind. Das kann ich versuchen. Ich da vielleicht noch helfe, indem ich ja wohl die N1K jetzt da jetzt sehr gut dahinter. Na, damit ist die erste Hornet raus. Die AD, die dreht mir da zu sehr rein. Ob wir hier nicht irgendwas machen können. Ja, wir haben ihn angezündet. Nope, 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 nope. Lass das bitte. Na, schwerer Schaden, da haben wir ihn. Schade, ich hätte gerne beide in einem Aufriss mitgenommen. Das blieb mir dann leider verwehrt. Gucken, die Ladi ist gerade langsam. Ah, sie da bin ich durchgeflogen. Ja, jetzt habe ich natürlich die Nick am Arsch. Ja, okay. Na gut. Leider verloren.
Ach, die waren alle so weit unten. Naja, egal. Passiert. So, im Nachhinein war halt ein Problem von unserer Gruppe gerade, von unserer Runde gerade. Die Hornets sind so viel runtergegangen. Die Hornets hätten weiter oben bleiben sollen und dann nämlich wirklich von oben nach unten arbeiten. Aber irgendwann haben die gedacht, hey, da unten sind zwei Gegner, da gehe ich einfach mal runter. Ja, und dann waren sie halt unten und ich bin dann runter, weil ich nicht alleine oben gegen vier kämpfen wollte. Passiert halt, ne? So laufen Runden manchmal. Außerdem hatten wir, glaube ich, vier Bomber und ich habe keinen von denen gesehen. Also auch auf der Jägerseite waren wir halt komplett unausgeglichen. Aber das ist halt das Matchmaking um dieses Battle Rating herum, weswegen ich auch 288 Spiele einfach hasse. Abgrundtief. Für mich schlimmer als Russian Bias 10.0 Premium-Spieler. Na gut, genug gerantet. Arado. Hier gibt es wieder ein bisschen mehr Geschichte, denn das ist das erste Mal, dass wir sie sehen. Und die Arado 234 Blitz war ein deutscher Bomber aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Sie war der weltweit erste Jetbomber, der in größeren Zahlen Operationen flog. Die Anfrage für einen jetgetriebenen Aufklärer/Bomber kam schon Ende 1940. Arado war die einzige Firma, die einen Entwurf einreichte. Das Design hieß E-370. Die ausgedachte Reichweite von 200, von zwei, die angedachte Reichweite von 2100 Kilometern erreichte das Design nicht. Es wurden aber trotzdem zwei Prototypen bestellt. Während die Prototypen Ende 1941 bereit waren, fehlten die Motoren. Die waren erst Anfang 1943 soweit, weswegen die Prototypen erst am 30.07.43 das erste Mal abhoben. Aufgrund der Materialknappheit und weil man um jeden Motor mit der 262 konkurrieren musste, wurde bis Kriegsende nur 214 Arados gebaut. Die ersten Missionen flogen unsere Bombervariante im Herbst 1944 gegen Häfen von Antwerpen und dem Bahnhof von Brüssel. Außerdem wurden die Alliierten bei der Ardennenoffensive direkt angeflogen und Stellungen im Hinterland bombardiert. Die erste Arado fiel den Alliierten im Februar 1945 in die Hände, nachdem eine von einer P-47 abgeschossen wurde. Die meisten Arados gingen beim Starten oder Landen verloren, denn da waren sie leichte Beute. Sehr viele wurden auch am Boden erwischt oder gekapert, weil sie aufgrund von Materialknappheit nicht einsatzbereit waren. Es gibt nur eine überlebende AR-234. Ricoh gab sich den Alliierten und landete in Stavanger, Norwegen. Heute steht sie in einem an das Smithsonian angegliederte National Air and Space Museum bei Washington DC. Ja, leider weit weg, um sie sich mal anzusehen. Man solltet ihr mal in der Nähe sein. Macht bitte ein Foto. Hoffentlich ist das jetzt nicht wieder so eine lange Wartezeit. Ach, Fliegen ist in letzter Zeit echt schwierig, was die Wartezeit angeht. Also ganz komisch. Obwohl, naja, es ging, als ich die Javelin ausgebaut habe. Weil die war ein bisschen höher vom Wert, da waren mehr Leute unterwegs. Aber jetzt gerade hier will wohl keiner wirklich fliegen. Ach doch, es geht. Halleluja, ich muss nicht lange warten und ich muss nichts rauscutten. Ich bin so glücklich. Die Map habe ich länger nicht mehr gesehen. Das ist doch super. So, wir können mitnehmen. 3 500er. Die, glaube ich, sogar mehr Sprengmasse haben als die 1000. Deswegen nehme ich lieber die. Alle drei werfen. Ab geht's. Ja, jetzt können wir hier. Ja, natürlich auch nur einen Platzhalter, kennt man ja. Ach, so ein richtiges Cockpit wäre so schön. Okay, dann gehe ich nach rechts. Die Arado sieht schon cool aus, obwohl die C-Variante wirklich hübscher ist. Also die mit den vier Triebwerken. Und zwei Doppeltriebwerken auf jeder Seite.
Ja, ein qualitativ hochwertiges Cockpit wäre hier definitiv der Hammer. Aber mein Plan jetzt hier für diese Runde, boah, Bomben raus, zurückfliegen, Bomben holen, Bomben raus, zurückfliegen, Bomben holen, ne? Ihr kennt das an der F-84. Könnte mir das natürlich direkt kaputt machen. Also haben wir wieder eine 7-0er-Runde. Einfach weil, selbst wenn sie jetzt dreht, wird sie schneller hinter mir sein, als ich Halleluja sagen kann. Oder als ich sagen kann, oh mein Gott, das ist eine F-84. Aber nee, sie dreht nicht um. Okay, sie will auch eine Basis erst haben. Bewaffnung haben wir hier nicht. Das hat nur die spätere, die C-Variante. Die hat da nämlich 20er. Unsere große Stärke hier ist im defensiven Fliegen natürlich die Manövrierfähigkeit. F3D. Deswegen sind natürlich 7-0er-Runden ein bisschen nicht so geil. Und deswegen habe ich schon gedacht, es wird wahrscheinlich eine eher kürzere Aufnahme. Ahnung, warum Mittloch so weit nach außen geflogen ist. Und wo bist du? Da oben. Ja, dann fliege ich nochmal nach hier. Da seht ihr, ist er sehr viel schneller als ich. Wir sollten aber. Ah, wir kommen nicht. Wir kommen nicht weit genug rein. Na gut. Glaubt mir, ihr kommt normalerweise zurück, wenn die Gegner nicht Jet fliegen. Also, wenn ihr nicht auf eine 7-0er, 7-3er Runde kommt, dann kommt ihr auch wieder zurück, könnt nochmal einen zweiten Anflug machen. Trefft ihr aber auf einen Jet, habt ihr verloren. Deswegen ist die spätere Variante auch besser, weil sie kann wenigstens zurückschlagen. Aber egal, so, das war's für heute. Ich habe gesagt, es wird quick and dirty. Wir haben zwar nur zwei Flugzeuge. Vor allem die Arado war, ist halt eigentlich eher rein, raus, rein, raus. Gerne eure Meinung, also zumindest zu Arado hätte ich gerne mal eure Meinung. Ich finde sie super hübsch. Und man kann sie auch sehr gut in den Ground Forces nutzen, das dürft ihr nicht vergessen. Trotzdem freue ich mich dann eher auf die spätere, auf 7-3, auf die C-Variante. Trotzdem wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sage bis zum nächsten Mal und macht es gut.